Die Geflügelzüchter in Angeln machen sich Sorgen um ihre Tiere, denn vor 9 Tagen hat eine Gruppe selbsternannter Tierschützer aus einer Pelztierfarm bei Süderbrarup Tausende von Nerzen freigelassen. Seither haben sich viele dieser kleinen Marder in der Umgebung verteilt. Und nachdem sie bislang immer gefüttert wurden, sind sie jetzt selbst auf Nahrungssuche. Ein Nerz heute Nachmittag am Stadtrand von Süderbrarup. Eigentlich sind die Tiere nachtaktiv, doch vom Hunger getrieben streifen sie auch am Tag herum und wurden schon in einem Umkreis von 7 Kilometern gesichtet. Auch in Hans-Werner Petersens Garten sind die Nerze schon gewesen. Sofort hat er seine Rassehühner in den Stall gesperrt, schweren Herzens. Die siamesischen Zwergseidenhühner wollte der Züchter bald auf Ausstellungen zeigen, doch jetzt sind die Tiere gestresst. Die rufen, die möchten gerne raus. Die sind unruhig, obwohl ich zweimal täglich den Grünes gebe. Die Farbe, die Gesichtsfarbe, alles leidet darunter und müssen wahrscheinlich auf eine Ausstellung verzichten. Für die Aktion der Tierbefreier hat Hans-Werner Petersen kein Verständnis. Seine Hühner werden den Rest des Jahres wohl im Stall verbringen müssen. Willi Schmidt hat seine Enten ohnehin im Stall. Doch auch dort waren sie nicht sicher, wie er am Donnerstag bemerkte. Durch einen Schlitz unter der Tür war offenbar ein Nerz eingedrungen und hatte die Enten angegriffen. Als ich morgens hier ankam, da saßen die alle in den Ecken. Und 5 waren dann tot und die anderen waren blutverschmiert. Mit einer Lebendfalle hat Willi Schmidt den Nerz später erwischt. Gefressen hatte dieser nichts mehr von seiner Beute. Zwischen 80 und 100 Nerze sind mit solchen Fallen eingefangen worden und mittlerweile zurück auf der Pelztierfarm. Einige wurden auch von Autos überfahren. Wie viele jedoch noch in der Umgebung von Süderbrarup herumstreifen, ist unklar. Schätzungen sprechen von 1000 Tieren, eine Menge, auf die die Natur hier nicht eingestellt ist. Für die heimische Tierwelt ist das ein großes Problem. Wir haben insofern noch ein bisschen Glück, weil wir uns nicht im Frühjahr befinden. Im Frühjahr, wenn die Jungtiere aufwachsen und aufwachsen sollen, dann wäre es ein noch größeres Desaster. Sie würden brütende Lerchen und Bodenbrüter insbesondere greifen, töten und dann eben verzehren, um selbst überleben zu können. Ob die Nerze den Winter hier überleben können, ist bei Fachleuten umstritten. Klar ist, im Moment lebt das Geflügel in Angeln gefährlich.